Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu Minecraft. Es wird Nacht. Poppyhausen 2. Okay, dann fangen wir erstmal an. Eine ordentliche Folge. Fängt man erstmal an mit dem Schlafen gehen natürlich. Hallo? Hallo? Aha, geht doch. So, dann möchte ich euch sagen, das Rathaus ist vorerst fertig. Da gehen wir erstmal hin. So sieht das ganze Ding von draußen aus. Da oben jetzt an der schönen Stadtfarbe. Ich habe jetzt die Stadtfarbe gewählt. Rot-Gelb. Einfach mal, weil es in Poppyhausen 1 genauso gewesen ist. Rot-Gelb. Liegt daran, dass Hildesheim auch rot-gelbe Stadtfarben hat. Ich dachte irgendwie schon wieder, dass sie hier Dingens hörst. Kriepatz. Aber da ist das hier das alte Schwein. So, also, pass auf, ich habe hier die Erdtreppen weggenommen, natürlich, ganz klar. Wir können es ja mal kurz anschauen, wie es aussieht, weil ich habe gelesen in den Kommentaren, vielen lieben Dank im Übrigen, dass ihr bei den Kommentaren so fleißig am Diskutieren seid. Der Turm, der eine hätte gesagt, er hätte den Turm rund gemacht, der andere sagt, nee, das ist, passt damit voll rein und alles voll cool und so. Also, ich selber hatte eben halt die Vision, ich habe eine Vision gehabt, natürlich, dass ich diesen Turm... Alter, ich hab's genau gewusst. Du Hurensohn. Ey, ohne Witz. Wo kam der denn her? Der war... Alter, ohne Witz. Alles kaputt gemacht. Mach mal da meinen scheiß Creeper. Ich hab's nur noch zischen gehört und dachte, jetzt musst du weg. Alter, Verwalter, so ein Penner. So, nee, und da hatte ich halt die Vision gehabt, dass ich gesagt habe, ich mach diesen Turm eckig. Weil eigentlich wollte ich ursprünglich, da wo dieser Glowstone sitzt da oben, da wollte ich eigentlich eine Uhr reinzimmern. Das heißt, der Turm hätte noch größer, noch breiter gemacht werden müssen. Und da habe ich gesagt, nee, lass mal, das tue ich mir jetzt nicht an. Deswegen habe ich dann nur diesen einen Glowstone hingepackt als Nase. Vielleicht lasst euch was einfallen. Irgendwas Schickes kann da auf jeden Fall noch vor. Wie gesagt, ich wollte ursprünglich eine Kirchturmuhr, hätte ich beinahe gesagt, eine Uhr machen, dass das Rathaus halt dann bestückt ist mit der Uhr. Ich weiß nicht, kann man da auch eine Grafik vielleicht einfügen oder sowas? Ist zwar dann kein Vanilla mehr, aber ich weiß es noch nicht. Vielleicht hat der ein oder andere von euch eine Idee dazu. Das ist mal gar keine Frage. So, ihr spackt gerade mein Spiel wieder rum, warum auch immer, ich weiß es nicht. So, dann habe ich gesagt, ich mache hier natürlich so ein bisschen Licht, damit hier keine Monster spawnen. Nicht wahr, Herr Creeper-Arsch? Doch. So, und dementsprechend habe ich gesagt, ich mache das hier so. Vielleicht kann man ja hier dann doch noch ein paar Schilder hinhängen oder sowas als Aushang, schwarzes Brett oder sowas. Ich weiß es nicht. Ob ich dieses Glowstone hier so lasse, weiß ich noch nicht. Weil mir das sehr dunkel hier oben vorkam, deswegen habe ich es hier hingesetzt. Auf der anderen Seite habe ich es noch nicht gemacht. Ich will noch nicht reinlaufen, deswegen laufe ich mal hier draußen rum. Auf der anderen Seite, wie gesagt, habe ich es noch nicht getan. Da habe ich tatsächlich hier noch Fackeln hingestellt, wie auch immer. Also da, ich weiß noch nicht, wie ich das mache. So, dann gehen wir mal rein. Bam. So, ich habe hier aufgefüllt, wie du siehst, mit Full Slabs sozusagen. Ich habe jetzt die Half Slabs irgendwo hier umgebastelt und habe dann auch Full Slabs genommen mit dem Rest. Und habe gesagt, ich mache hier oben überall Licht hin. Das rote Dach ist drauf. Da mache ich natürlich Farm wie Sau. Und muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe dann irgendwann auch einfach geschummelt und habe dann einfach so ein Teil vom Dach ersheetet, weil das war mir dann einfach zu aufwendig. So, hier drin ist nach wie vor noch nicht genug Licht. Das heißt, da bitte drauf achten, dass hier drin genug Licht ist. Ob das mit einer Redstone-Schaltung passiert und Redstone-Lampen, würde ich persönlich sehr geil finden. Sage ich nicht nein zu. Ob das jetzt hier mit Glowstone passiert, so wie ich das hier gemacht habe, oder Fackeln, ist auch okay. Es muss eben halt nur ein bisschen zusammenpassen. So wie es jetzt ist, passt es natürlich nicht zusammen, aber ich habe mir erstmal nicht anders zu helfen gewusst. Muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich noch nicht. So, dann habe ich mir überlegt und vorgestellt, dass ich erstmal was zu essen kriege. Das hier hin, das heißt, hier werden dann auch noch Slabs draus sozusagen, das wird dann aufgefüllt. Hierhin hätte ich gerne einen Gang. So, und dann hätte ich hier abgetrennt, da in die Richtung Büroräume, so, dass dann ab hier ungefähr einmal quer rüber das Zimmer des Bürgermeisters stattfindet. Das hier alles soll Bürgermeisterzimmer sein. Ob ihr dann da hinten das Treppenhaus weiter ausbaut,
So, dass es hier dann weiter hochgeht in eine dritte Etage noch. Das ist euch überlassen. Das ist jetzt so meine Vorstellung von diesem Rathaus. Wie es aussehen könnte. Wie gesagt, ob man da oben dann noch eine weitere Etage hinbaut oder in der Mitte halt offen lässt und dann nur, so wie hier auch, das so weiter beibehält, dass dann da oben auch nochmal so Abstellkammern oder sowas hinkommen, weiß ich natürlich nicht. Eurer Fantasie freie Grenzen gelassen, denn es wurde sehr, sehr häufig angemäkelt. Ich weiß aber nicht, ob das ein und derselbe Zuschauer ist, warum ich das Rathaus nicht von Zuschauern bauen lassen würde. Aus dem ganz einfachen Grund. Ein bisschen was möchte ich ja auch tun und ich habe so meine Grundvorstellung, wie ich das gerne hätte. Die Innenausstattung sei dann dahingestellt. Liebevolle Details, Räume, Zimmer, wo auch immer hin. Das soll völlig wurscht sein. Dabei fällt mir gerade ein, ich habe die Räume noch auf Hypeslabs, genau. Das heißt, die Räume bitte dann noch auffüllen, so dass es dann auch voll ist. Oder eben so gestalten, dass es passt. Müsst ihr euch dann zusammensuchen, weiß ich natürlich nicht. Hier, wie gesagt, hatte ich ja gehofft und gedacht, dass man da das Trauzimmer hinmacht. Also Standesamt, sodass dann hier der Standesbeamte sitzt und hier vorne vor das Brautpaar und dann eben schön hier rausgucken kann auf Wasser und Schiff und so. Ist immer sehr romantisch. Das ist dieses Ding. Wie gesagt, das hier soll das Standesamt werden. Hier hinten sind dann nochmal so ein, zwei Büros. Ich denke mal Bürgerbüro oder sowas, Personalbüro. Hier fehlen auch noch die Slabs. Das ist der eine Punkt. Und hier könnte vielleicht noch das Bauamt sein oder so. Keine Ahnung. Oder das Bauamt kann man nach oben machen hier. Das sieht man dann. Dient dazu, um eben Bauanträge zu stellen. Da kommt dann auch so ein Postkasten rein, sollte da rein. Dass, wenn man Bauamt bzw. einen Bauantrag stellt, weil man sein Gebäude vielleicht vergrößern möchte, oder was weiß ich, ein zweites Grundstück haben möchte und so weiter, dann kann man eben hier oben einen Antrag stellen. So was halt. So, dann haben wir hier unten, geht's runter, wie ich schon gesagt habe, das kennt er ja schon. Jetzt habe ich das auch zugemacht, habe hier überall beleuchtet, so dass hier hoffentlich kein Vieh mehr spawnen kann. Hier unten habe ich mir überlegt, wenn du hier runterkommst, kommst du aufs Jungklo und wenn du hier runterkommst, kommst du aufs Mädchenklo. Dann kannst du hier weitergehen und dann kommst du hier in das Archiv. Zum Beispiel, da könnte man zum Beispiel machen eine Stadtbücherei draus, man könnte zum Beispiel machen einfach nur ganz banal einen Abstellkeller, man könnte machen ein Aktenarchiv, man könnte alles zusammenwürfeln, man könnte aber auch einfach nur ein Klo hinbauen und das lassen. Auch wieder da, freie Fantasie, freien Lauf. Wann dieses Ding auf dem Bauserver ist, wenn der Bauserver online ist, das liegt jetzt ganz an unserem Serveradministrator. Der hat natürlich auch noch ein Privatleben. Von daher, da bitte nicht verzagen. Achso, ich wollte noch hoch zum Turm. Da bitte nicht verzagen, er tut es. Es braucht halt nur so zwei, drei Minütchen Zeit. Da bitte nicht drängeln. Das Formular, wie immer, zum Antrag für die IP, für die Whitelist, ist unten drin in der Beschreibung verlinkt. Da bitte einfach die Sachen wieder ausfüllen. Und ganz wichtig diesmal, ich möchte keine Handynummern haben. Keine Handynummern von den Leuten, weil ich möchte nur wissen, wie heißt du in Minecraft und siehst ja, was da alles draufsteht. Das ist keine Frage. Hier der Balkon. Deswegen keine Handynummern, die habe ich nämlich letztes Mal so oft bekommen, dass ich hätte damit echt schlimme Sachen veranstalten können und das wollte ich natürlich nicht. So, hier oben dieser Balkon, das ist dann der Meisterschaftsbalkon sozusagen, wenn dann Christina LP zum Beispiel und Shironaya dann ihre Fußballmannschaften zur Weltmeisterschaft dann führen und sowas alles. Im Übrigen, Christina baut da hinten eine Kirmes, schaut mal bei ihr vorbei, das ist richtig cool. Mit einer Achterbahn und sowas alles, voll cool. Hier wird natürlich auch noch aufgefüllt, muss ich noch machen, so dass es dann eben auch wieder Full Slabs sind. Allerdings fehlt dann hier die Beleuchtung noch, da müssen wir auch drauf achten, dass hier keine Viecher spawnen können, genauso wenig wie hier drin. Ist auch noch relativ dunkel, obwohl ich da oben schon Glowstone gesteppt habe. Dann kommt er hier mit der Treppe hoch auf den Balkon, wo man dann auch mal über die Stadt gucken kann als Bürgermeister. Oder auch eine Runde zu seinem Volk sprechen. Oder einfach nur ganz banal hier so einen Tisch hinstellen und dann sich zusammen vielleicht auch einfach nur Tasse Kaffee gönnen kann. Oder halt auch der Besucher oder. Das auch wieder euch, freie Fantasie. Auch dieser Raum, da könnte ich mir, glaube ich, vorstellen, hier so ein paar Stadtwimpel oder da so ein Bild, hier so ein paar Stadtwimpel oder sowas, ist auch nicht ganz uncool. So, hier drüben ist genauso der Balkon, das ist keine Frage.
Das wäre eigentlich das Rathaus gewesen. Hier muss man aber noch ein bisschen aufpassen. Weil durch die roten Fenster, das hier sollen rote Fenster sein, ist es halt so, dass hier dann doch ab und zu mal einer von diesen blöden Creepern spawnt. Deswegen da bitte drauf achten, dass da die Beleuchtung sehr ausreichend platziert wurde. Und ich möchte bitte nicht nur Fackeln haben, sondern eben halt auch ein bisschen was modernes Schickes. Das nächste Thema ist halt auch, ich habe gelesen in den Kommentaren, dass halt der ein oder andere sich so ein bisschen drüber ausgelassen hat, dass die Innenausstattung nicht zum Baustil des Rathauses passt. Es wird schon wieder dunkel. Das Rathaus selber, also ich sag mal so, es gibt keinen vorgeschriebenen Baustil in dieser Stadt. Können wir auch gleich nochmal zum Hafen laufen, weil da ist halt das Regelboard für der Knoten für die Leute, die eben neu dazugekommen sind. Die waren ja noch nicht von Anfang an mit dabei, das heißt, ich kann es gerne nochmal erklären, wie das hier mit dieser Stadt so auf sich läuft. Ansonsten bei jeder neuen, also bei jeder vollen Folge, 10, 20, 30 und so weiter, wird nochmal das Regelboard gezeigt. Ansonsten sage ich es gerne nochmal jetzt außerhalb der Reihe. Wenn man also hier vom Schiff kommt, das Schiff ist ja das Spawn von diversen Neuankömmlingen, von den Reisenden. Und die kommen dann hierher und haben den ersten Blick hier auf das Regelboard. Und das Regelboard sagt aus, Regel 1, nur Onkel Poppy bringt Regeln an. Nicht, dass da jeder Hinz und Kunst irgendwas dran ploppt. Dann, die Grundstücke dürfen nicht größer als 30x30 sein. Gut, Ausnahmen bestätigen die Regeln, dafür soll es das Bauamt geben. Unter Tage, es sollte nicht unter andere Grundstücke gebuddelt werden. Zum Buddeln gibt es eben die Farmwelt, ist halt keine Frage. Und da kommen wir auf eure Frage, Baustile. Alt bis modern, allerdings auf die Bauviertel achten. Das heißt, du kannst natürlich jetzt nicht sagen, wenn du in einem Viertel ziehst, wo es Altbauten gibt, kannst du natürlich keinen modernen Klopfer hinbauen. Das ist ganz klar. Auch wenn dir das Grundstück, die Lage vielleicht gefällt, dann musst du dich schon auf das Viertel natürlich so ein bisschen anpassen. Das ist keine Frage. So, Beacons, bitte vor dem Bürgermeister fragen. Entschuldigung. Damit das hier nicht in der Stadt überall am Leuchten ist, deswegen da nur an bestimmten Sätzen, Punkten stellen. Benehmen, natürlich normale menschliche Regel, immer freundlich zu anderen sein. Wer anfängt hier irgendwie mit Hurensohn oder wie auch immer, ist ohne Wenn und Aber sofort runter. Chatprotokoll. Mehr sage ich dazu nicht. Regeln 2. Diese Regeln sind immer zu beachten. Bei Nicht-Einhalten erfolgt der sofortige Ausschluss vom Server ohne Diskussion. Das ist einfach so. Und dann kann man sich auch anstellen, dann hinterher wieder drauf zu kommen, ist schwierig. Denn wenn man einmal verschissen hat, hat man verschissen. Das ist, glaube ich, eine ganz normale Reaktion. So, hier vorne hin kam auch natürlich wieder auf. Hier vorne hin soll dann irgendwann mal ein Beladungskran kommen. Ja, ein Hafenkran, genau. Das kommt auf jeden Fall dahin, weil der Hafen ist ja noch nicht fertig. So viel sei ja schon mal gesagt. Sind auch immer viele Leute, die jetzt auch sagen, zum kommenden Bauevent, was jetzt erstmal das Rathaus sein wird, kam schon die erste Ansprache, oh, ich baue lieber dann am Hafen. Nee, Stand jetzt ist erstmal das Rathaus dran. Der Hafen ist dann wieder eine Nummer für sich. Das ist dann wieder ein anderes Thema. Ich wollte nur jetzt erstmal anfangen, die wichtigsten Standorte von dieser Stadt zu setzen. Und das sind, ich habe keine Erde. Und das sind nun mal solche Sachen wie das Rathaus, das Boot, das Schiff und solche Sachen. Alles andere sind dann eben Feinarbeiten, wo man sich dann auch in anderen Parts drauf konzentrieren kann natürlich. Deswegen, also da nicht verzagen, kommt alles. Ist alles in Planung? Kein Stress, Leute. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Das soll was ganz Chilliges werden hier. So, das ist der eine Punkt. Jetzt habe ich keine Erde mehr. Ich muss erstmal irgendwo Erde herholen. Oh Mann. Wie uncool. Okay, das flicken wir auf jeden Fall auch noch aus. Guti, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal eine Folgenpause. Ich hoffe, es war... Nee, das zeige ich euch nicht. Das könnt ihr bei Christina zeigen. Schauen. Ich hoffe, es ist so ein bisschen aufschlussreich. Das ist also jetzt die nächste Baustelle. Macht euch schon mal eine Platte. Wer, was, wie und wo. Ein bisschen was Grünes drin. Wie gesagt, Beleuchtung, Licht und so weiter und so fort. Wir transferieren das ganze Thema auf einen Bauserver natürlich. Dieser Bauserver wird euch dann in einer Antwort-E-Mail zugeteilt, beziehungsweise mitgeteilt. Da, wie gesagt, Formular
unten in der Beschreibung. Da bitte auch mal nachschauen. Da sind auch die anderen alle drin. Da bitte nachschauen, wie das ganze Thema gemacht werden könnte. Nein, falsch. Wo ihr zum Formular kommt. So war das gewesen. Mann! Das ist Thema Bauserver. Ich bin ein bisschen durcheinander noch, weil es ist früh am Morgen. Ich bin gerade erst aufgestanden, ohne Witz. Und da hast du eigentlich gedacht, da bist du noch frisch im Kopf, aber bist alles andere als frisch im Kopf. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst einen Daumen hoch da oder einen Daumen runter. Schreibt in die Kommentare weiterhin so fleißig. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür und schönen Tag noch. Bis dann. Ciao.